ganz herzlich willkommen hier vom Dach des neuen Axel Springer Hauses im Herzen von Berlin. Jetzt sind wir umgezogen in ein neues, fantastisches Studio hier im Haus und sind endlich alle zusammen, Weltdigital, Weltprint und eben Weltfernsehen. Voilà, hier ist es, unser neues Studio. Viele Monate ist hier dran gearbeitet, viel Überlegung auch, und wie können wir dieses Studio so machen, dass Nachrichten für Sie so akkurat, so schnell, so kompakt und so informativ wie nur möglich aus diesem Studio heraus übertragen werden können. Wir sind wirklich state of the art mit diesem Studio. Das fängt mit den Kameras an, die sich autark bewegen können. Wir haben eine fliegende Kamera. Das ist eine Optik, wie es sie in Nachrichtenstudios sehr, sehr selten nur gibt. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich darf Ihnen hier jetzt ein ganz besonderes technisches Highlight unseres Studios vorstellen, unser Cyclorama. Das zieht sich einmal komplett ums ganze Studio herum, 30 Meter in der Länge. Da gehen noch ganz andere Farbkombinationen, durch die wir Stimmung transportieren wollen. Darüber hinaus können wir aber auch noch Grafiken mit Informationen jeder Art darauf legen, sodass wir die Möglichkeit haben, hier für Sie eigentlich ganz viele unterschiedliche Studios in diesem einen Studio zu zeigen. Ein weiteres Highlight sind unsere neuen einzelnen LED-Wände. Wir können einmal alle zusammenfahren oder zu zweit oder in Dreiergruppen. Im Moment gerade in der Pandemie extrem wichtig Zahlen. Und genau dafür sind diese Screens ein ganz wunderbares Hilfsmittel, um eben mehr noch zu erklären und mehr Hintergründe vertiefen zu können. Schon beeindruckend, oder? Jetzt sind wir am Herzstück unseres Studios, dem Tisch, von dem aus wir arbeiten und senden werden. Schauen Sie mal hier, gibt uns die Möglichkeit, eben mit mehreren Gästen oder auch Kollegen zu sprechen. Ist auch direkt am Tisch möglich. Voilà, gibt es noch mehr Platz für noch mehr Menschen, die Platz nehmen, um dann von uns befragt zu werden. Zum Teil sitzen wir hier ja über Stunden. Und irgendwann stellt sich bei fast allen von uns eigentlich so ein bisschen dieses Gefühl ein, Couchtisch, so ein Gefühl von Zuhause, von Wohnzimmer. Und dass man sich dann eben wirklich darauf konzentrieren kann, die Nachrichten zu vermitteln. Soweit also unser neues Studio. Sie werden es in den nächsten Jahren hoffentlich sehr häufig zu sehen bekommen. Wir müssen an dieser Stelle Schluss machen, weil die nächsten Sendungen wohl vorbereitet sein.